Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute unter anderem mit diesen Themen. Streit um Böckle-Areal in Bregenz hält an. Es gibt wie jeden Donnerstag das Ländle-Quiz und natürlich die aktuellsten News, Wetter- und Sportinformationen. Die Diskussion rund um das Projekt am Brändle-Park auf dem Böckle-Areal in Bregenz will nicht abreißen. Während eine kleine Gruppe von Nachbarn Sturm läutet gegen den geplanten Gebäudekomplex, reagieren die Projektbetreiber mit Unverständnis. Unsere Kollegen von Vollat trafen Gerhard Mildner, einer der vehementesten Projektgegner. Hier soll demnächst ein Komplex mit Sozialwohnungen errichtet werden. Insgesamt sollen 64 Wohnungen errichtet werden. Sie selbst gehören zu den vehementesten Gegnern dieses Projektes. Was genau missfällt Ihnen denn an den Plänen der Stadt Bregenz? Mir und uns widerfällt vor allem die Dimension dieser Verbauung, die hier in diesem Villenquartier einfach nicht akzeptabel ist. Sozialwohnungen sind ja vollkommen in Ordnung, obwohl ich grundsätzlich der Meinung bin, dass man die konzentrieren sollte, beispielsweise eben an der Landstraße, wo ohnehin schon eine Reihe von Sozialeinrichtungen sind, aus Synergiegründen, aber grundsätzlich hat das eigentlich nicht mit diesem Thema zu tun, sondern ist einfach das Volumen, das hier in einer unerträglichen Weise überzogen ist und wie gesagt, dass der Park praktisch durch diese Verbauung eingemauert wird und natürlich von einer öffentlichen Zugänglichkeit keine Rede mehr sein kann. Wir wehren uns dagegen seit 2 Jahren und in der Bauverhandlung haben wir versucht, also diese unsere Meinung kundzutun. Das ist aber dann abgewiegelt worden. Kurz gesagt ist es so, dass die Stadt Bregenz in keiner Weise gewillt ist, auf die Interessen der Nachbarn Rücksicht zu nehmen. Das kann man also ganz klar sagen. Und weitere Nachrichten des Tages gibt es nun in unserem Newsblog. Schneefahrbahn forderte einige Schleuderunfälle. Am Donnerstagmorgen ist ein 18-jähriger Pkw-Lenker auf der Walger Autobahn verunfallt. Grund für den Unfall dürfte die zu hohe Geschwindigkeit für die Straßenverhältnisse gewesen sein. Der 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, der Wagen ist ein Totalschaden. Auf der Höchster Straße kam ein Kleinlieferwagen ins Schleudern und landete im Straßengraben. Der Fahrer blieb ebenfalls unverletzt, am Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Und am Mittwochabend ereignete sich in Andelsbuch ebenfalls ein Autounfall wegen der verschneiten Straße. Ein 37-jähriger Pkw-Lenker geriet ins Rutschen und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw einer 27-jährigen Frau. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Geisterfahrer drängte Polo ab. Die Polizei sucht nach dem Lenker eines Kleinwagens, der in der Nacht auf Donnerstag auf der L190 zwischen Dornben und Hohenems einen 24-jährigen Pkw von der Straße gedrängt haben soll. Der 24-Jährige kam darauf ins Schleudern und prallte gegen einen Laternenmast. Der Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und ins Landeskrankenhaus Dornben eingeliefert. Die Polizei bittet hier um Hinweise. Umweltbewusster Infrastrukturausbau in Vorarlbergs Bergwelt. Das Land Vorarlberg wird sich bei der Modernisierung der Abwasserbeseitigungsanlage bei der Lindauer Hütte im Gemeindegebiet Tschaguns mit 60.000 Euro beteiligen. Die Kosten für die notwendige Erneuerung werden sich insgesamt auf rund 200.000 Euro belaufen. Tourismusreferent Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser und Umweltlandesrat Erich Schwärzler sprechen von einer wichtigen Investition, von der Natur und Tourismus gleichermaßen profitieren werden. Und Staugefahr am Freitag. In Vorarlberg bedeutet das Ende der Semesterferien zeitgleich mit dem Ferienstart in Bayern wieder erhöhte Staugefahr auf allen Straßen. Besonders gefährdet ist die Rheintalautobahn vor dem Pfändertunnel. Wie jeden Donnerstag haben wir auch heute wieder ein Quiz für Sie vorbereitet. Wir zeigen Ihnen ein bekanntes Gebäude aus dem Ländle und wenn Sie es erkennen, dann haben Sie auch heute wieder die Möglichkeit, 2 Tageskarten für den Golm zu gewinnen. Also gut aufpassen und viel Glück! Das Gebäude, das wir suchen, ist die bedeutendste gotische Kirche Vorarlbergs. Die Kirche wird als ehemalige Filialkirche von St. Peter in Rankweil bzw. von St. Petronilla in Altenstadt angenommen und wurde im Jahre 1218 eine Pfarrkirche. Bei den Stadtbränden 1348, 1396 und 1460 wurde die ursprüngliche romanische Kirche schwer beschädigt, um schließlich im Jahre 1478 unter dem Architekten Hans Sturm als spätgotisches Langhaus mit Satteldach neu errichtet und geweiht zu werden.
Die schmiedeiserne Kanzel von 1520 ist aus einem ursprünglichen Sakramentshäuschen entstanden. Der Hochaltar ist aus dem Jahre 1875 von Josef Götz. Vor dem Marienaltar im Seitenschiff sind drei Marmorplatten in den Boden versenkt. Hier befindet sich die bischöfliche Gruft mit dem Grab von Altbischof Bruno Wächner. Seit dem 12. August 1968 ist die Kirche eine Kathedrale. Haben Sie das Gebäude erkannt? Wenn ja, dann schreiben Sie uns ganz einfach eine E-Mail an studio@lionletv.com mit der richtigen Lösung und Ihren Kontaktdaten. Ja, und der Gewinner der letzten Ausgabe vom Ländle-Quiz zeigt, dass Ländle-TV auf der ganzen Welt zu sehen ist, über unseren Partner Voller.tv, den gewonnen hat Ernst Konrad aus Mexiko-Stadt. Herzliche Gratulation und viel Spaß auf der Skipiste. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Sportblock. SC Altach weist Vorwürfe zurück. Sowohl die Behauptungen bezüglich der vom Land Vorarlberg an den Club ausbezahlten Förderungen, als auch der Vorwurf, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Heinz Kopf mit dem Fördervertrag in Verbindung stehe, weist der SC Altach entschieden zurück. Die Förderung für junge Spieler, deren Weg zum Profifußball geebnet werden sollte, wäre auf 3 Jahre ausgelegt gewesen. Mit dem Abstieg aus der Bundesliga sei der mit Ende 2010 laufende Vertrag nicht verlängert worden. Weiters hätte Kopf mit dem Vertrag nichts zu tun, so der Verein in einer Aussendung. Und nochmals Fußball. Erstligist Austria Lustenau hat sich aufgrund der Wetterlage zu einem 10-tägigen Trainingslager im Süden der Türkei entschlossen. Am Mittwochabend reisten die Grün-Weißen Richtung Süden. So viel zum Sport. Ja, die Schneeschauer haben heute Vormittag Vorarlberg wieder in ein weißes Kleid gehüllt. Vorsicht ist allerdings auf den Straßen geboten. Das Schneetreiben beherrschte das Ländle heute, vor allem am Vormittag. Auf den Straßen hieß es zum Teil Ausnahmezustand. Die schneebedeckte Fahrbahn machte es den Autofahrern, vor allem aber den LKW nicht gerade leicht, vorwärts zu kommen. Die Räumfahrzeuge waren rund um die Uhr im Einsatz. Über den Tag hat sich die Situation dann wieder gebessert. Freude über den vielen Neuschnee gibt es natürlich in Vorarlberg Skigebieten. Im Brandnertal liegen zum Beispiel derzeit über 2 Meter Schnee am Berg. Der Mülz meldet 2,90 Meter Schnee. In Lechzürs sind es sogar über 3 Meter Schnee am Berg. Für alle Wintersportler also beste Bedingungen. Über die nächsten Tage kann es auch weiterhin immer wieder zu Schneefällen kommen. Eine genaue Übersicht sehen Sie gleich im Ländle-TV der Tagwetter. Und bei uns geht es gleich weiter mit den Schlagzeilen von morgen der Vorarlberger Nachrichten. Der Tag der Eck veränderte. Morgen jährt sich die Brandkatastrophe im Vinzenzheim zum 5. Mal. 12 Menschen starben. Grünen-Chef Johannes Rauch möchte Vorarlberg als Modellregion in Sachen Energie und Ernährung. Und Polizei nimmt Narren ins Visier. Bereits 93 Autofahrer mussten heuer den Führerschein abgeben. 173 wurden angezeigt. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, der Tag vom 7. Februar. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter und ich bin morgen wieder für Sie da. Machen Sie's gut. Tschüss. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 7 und 0 Grad. Der Wind weht mit 8 km/h aus Süd-Südost. Morgen werden weiterhin feuchte und kalte Luftmassen aus Norden an die Alpen gedrückt, womit es vor allem im Nordstau im Bregenzer Wald und im Kleinwalsertal zu Schneefällen kommt. Im Süden des Landes nimmt der Niederschlag etwas ab. Auf den Bergen gibt es morgen einen Mix aus Sonne, Wolken und Schneeschauern. Tiefstwerte am Freitag minus 7 bis minus 2 Grad, Höchstwerte 0 bis 2 Grad. Am Samstag ist es weiterhin wechselhaft mit Schneeschauern und kleineren Auflockerungen. Es bleibt kalt. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen minus 7 und minus 3 Grad. Der Sonntag beginnt zunächst sonnig, am Nachmittag nimmt die Bewölkung wieder etwas zu und es schneit teilweise. Und am Montag schneit es ebenfalls bei Temperaturen von 0 bis 1 Grad.